Und damit herzlich willkommen zurück zu Call of Juarez Bound in Blood. Wir haben jetzt die Wahl zwischen Thomas und Ray. Und ich würde sagen, da Ray einfach ein absolut unsympathischer Bastard ist und ihn gerade unserem Bruder erschossen hat, spielen wir als Thomas weiter. Außerdem brauchen wir hier unten keine Sniper. Warum konnten wir den jetzt nicht einfach abknallen? Och, Alter. Spannend, dass Ray hier scheinbar schon mal war. Weil laut dem letzten wussten wir das nicht, glaube ich. Was ist los? Ja, also laut dem ersten Teil. Da wurde da, glaube ich, nie drüber gesprochen, dass er schon mal hier war. Das wäre schon eine recht interessante Information gewesen. Okay, wir werden langsam ertrinken. Werden wir nicht, ich werde mir aber die Treppe hochgehen. Upsi. Komm. Ray. Ich glaube, du hast hinter dir. Mann, verreck. Wieso sollte ich hier sterben? Aua. Die Steuerung ist hier ein bisschen kritisch. Wir werden hier alle sterben. Davon gehe ich noch nicht aus. Pass auf, ja? Nehme ich die mit oder lasse ich die hier? Ich glaube, ich lasse die hier. Schnauze. Von wo denn? Ach, da oben, okay. So, hier sind wir eben hoch. Klettern ist ja falsch. Das heißt, wir müssen die andere hoch. Die hier. Mann, gehen wir doch mal nicht auf die Nüsse, ey. Ich komme hier gerade nicht hoch. Wie viel willst du eigentlich überleben, Freund? Na los. Bin da schon gleich oben. Okay, ich hab nicht mitgekriegt, dass ich so viel Schaden gekriegt habe. Scheiße, jetzt darf ich wieder von unten anfangen, ne? Och mein, ah ne, oh Gott, bless. Weg. Kurz mal ein bisschen regenerieren. Oh Gott, Alter, machen die Schaden, ey.
Kurz chillen. Schon wieder fast tot. Bist du bereit, alles zu verlieren? So wie ich meine Familie verloren habe? Ich schlage vor, wir treffen uns auf dem Feld der Ehre. Natürlich. Er gehört mir. Komm ran hier. Mir macht kalt. Den Bastard. Darf ich wirklich? Ich darf sogar noch, okay. Die Szene war massiv sinnlos, ey. Ray hat ja bereits einen, den er nicht gekillt hat, quasi, ne, mit Juarez. Der hat ja überlebt. Das wissen wir ja schon, weil wir den ersten Teil gespielt haben. Ich verstehe mal nicht, warum man die zeitliche Reihenfolge bei solchen Spielen nicht einhält. Ey, ich hab vor ihm geschossen! Was soll denn das, ey? Ich hab lange vor ihm geschossen. Absolute Frechheit, ey. Das Rumgewackel geht mir auch ein bisschen auf Eier, muss ich sagen. Zweimal, möchte ich anmerken. Der zweite war ein Kopfschuss, du Penner. In jenen grausamen Tagen waren wir zu dritt. Und ein jeder von uns wäre für den anderen durch die Hölle gegangen. Solange wir zusammenhielten, konnte es keiner mit uns aufnehmen. Drei Brüder. Von uns dreien war William der Beste. Ein Mann des Glaubens, der sich opferte, um meine Seele zu retten. Wie der Erlöser, der für unsere Sünden starb. Wie Running River, der den Mörder seines Sohnes verschonte. William wollte, dass ich durch sein Opfer zu Gott finde. Und das tat ich. Das Gold ließen wir zurück. Es war verflucht. Ich legte meine Waffen nieder und widmete mein Leben Gott. Ich wurde zu dem Prediger, der mein Bruder William immer sein wollte. Und ich schloss die Ehe zwischen Thomas und Marissa. William, ich weiß, dass du auf uns herabsiehst.
sollst wissen, dass dein Tod nicht vergebens war. Auch wenn nichts mehr so wie früher ist, bleibt eines unveränderlich. Wir sind eine Familie. Junge, ich habe selten so eine Scheiße gehört, ey. Okay, jetzt wissen wir die Vorgeschichte zu Call of Juarez. Und haben Call of Juarez Bauen im Blatt durchgespielt. Ja, wie gesagt, also Story, Bruder, ganz schwieriges Thema. Ich verstehe nicht ganz genau, warum der erste Teil so ist, wie der erste Teil ist. Also, wenn die alle doch ja zueinander gefunden haben und, ja, Familie hier, Tita-To. Warum ist Thomas dann im ersten Teil so ein Hurensohn? Scheinbar ja. Und Ray auch. Das leuchtet mir nicht ganz ein. Egal. Ich würde sagen, ich lasse euch mit dem Outro alleine. Ich glaube auch nicht, dass ich gleich noch was dazu erzählen werde. Denn ich glaube, ich habe alles während des Spiels gesagt. Das Gunplay hat sich am Anfang sehr, sehr gut angefühlt. Am Ende wurde es ein bisschen schlechter. Oder eigentlich wurde es relativ zügig schlechter. Hat aber alles in allem Spaß gemacht. Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Call of Juarez wieder. Im Zweifel ganz länger, wahrscheinlich aber The Cartel. Ich habe mir jetzt nämlich eine Version von The Cartel organisiert. War ein bisschen kompliziert, ein bisschen nervig. Ich habe noch nicht ganz verstanden, ob das Spiel hier in Deutschland initiiert ist oder so. Auf jeden Fall kriegt man es nicht so einfach. Muss ich mir eventuell noch ein bisschen was zu durchlesen. War auch, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht so ein beliebter Ableger. Spielt in einer komplett anderen Zeit. Wir schauen mal. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und dann ist mir noch eingefallen, dass wir doch mal was zu tun haben. Und zwar die Geheimnisse uns angucken. Ich weiß nicht ganz genau, was das ist. Achso, guck mal, wir haben hier Gesamtstatistik. 6 Stunden, 57 Minuten, also 7 Stunden gespielt, 5300 Dollar erhalten. 16 von 89 Geheimnissen, ne, ist jetzt nicht so gut. Wir setzen mal fort. 366 Kills insgesamt gemacht. Ein neuer Schwierigkeitsstufe wurde freigeschaltet. Sehr schwer, danke, ich verzichte. Wie gesagt, wir haben ja noch die Geheimnisse gefunden und wir haben noch Extra-Missionen. Warte mal, was ist denn Extra-Mission? Keine Extra-Mission verfügbar. Okay. Ich gucke nochmal nach, was das ist. Geheimnisse. Wir haben Artwork, wir haben Erinnerungen, wir haben Erinnerungen, wir haben Erinnerungen, wir haben Erinnerungen und Artwork. Das war ein verdammt harter Kampf. Wie damals die erste Schlacht. Ja, okay, nee, brauche ich glaube ich nicht mehr die Geheimnisse angucken. Gut, ich guck mal eben nach, was Extra-Missionen sein könnten. Also, ich habe es mal kurz nachgeschaut. Ich habe kein, ich habe keine Extra-Missionen gefunden. Und es gibt noch herunterladbare Karten. Das ist eine Mod-Community. Habe ich aber auf beides kein Interesse, ne? Ja, ich würde sagen, das reicht für diesen Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten.